Ja, willkommen zur 34. Edition des Bolzano Filmfestivals Bozen. Mein Name ist Alma Valazza, ich bin freie Mitarbeiterin des Festivals, auch des Filmclubs. Und ich freue mich jetzt sehr, mit Tatja Skirtladze, der Regisseurin des Films, in Wien verbunden zu sein. Willkommen, Tatja. Hallo Alma, ich begrüße Sie alle, die meinen Film gerade angeschaut haben. Es freut mich, dass mein Film in eurem Festival gezeigt wird. Danke für die Einladung. Danke dir, Tatja, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Tatja Skirt-Laatze, dein Film ist porträtiert. Übrigens, es ist dein erstes Langfilmprojekt. Es porträtiert die vier Königinnen des internationalen Frauenschachs, also die vier Frauen, die ab den 1960er Jahren beinahe 30 Jahre lang die Weltspitze des Frauenschachspiels beherrscht haben und auch die männliche Schachelite herausgefordert haben. Also mit deinem Film machst du diesen Frauen also setzt ihnen ein Denkmal und du zeigst auch ein Stück georgischer Geschichte. Georgien, ein Land, in dem Schachspiel offensichtlich weiblich konnotiert ist, also vorwiegend Frauen Schach spielen, im Gegensatz zum Rest der Welt oder zumindest im Gegensatz zum Westen, wo ja natürlich vorwiegend Männer spielen, und in Georgien scheint das anders zu sein. Tatja Skirtladze, du kommst selbst aus Georgien, lebst Ja. heute in Wien, lebst schon länger in Wien, hast hier in Wien unter anderem Kunst studiert. Du bist bildende Künstlerin. Ja, wie kam es zu diesem Film? Was sind die Gründe? Was sind die Umstände, die dich bewogen haben, diesen Film zu machen und dich mit diesem Sujet zu beschäftigen? Also es sind mehrere Gründe, die in einem Zusammenspiel ermöglicht haben, dass dieser Film zustande gekommen ist. Erstens natürlich die Interesse meinerseits, weil ich selbst in der Zeit aufgewachsen bin, geboren und aufgewachsen bin in Georgien, wo diese Frauen Weltstars waren, Schachweltstars waren. Und für mich sie so normal, so nah, so greifbar waren, weil ich in gleicher Stadt auch gelebt habe. Das ist was Hintergrund ist, was mitspielt. Und dann natürlich meine Emigration nach Österreich, wo ich studiert habe, Kunst studiert habe und wo ich als Georgierin identifiziert wurde, nur über Sowjetunion, Russland und Stalin. Und eine einzige Ausnahme in Kulturgeschichte, wo ein Professor, Ernst Strohel heißt er, mir gesagt hat: Ah, du kommst aus Georgien, das ist ja Land von Schachspielerinnen. Das hat irgendwie diese Identifikation, hat mich irgendwie, es ist so richtig anders gewesen, viel spannender und viel lustiger, viel interessanter und einfach anders. Und ich glaube, diese zwei Sachen haben eben den Grundstein gelegt dazu, dass dieser Film entstanden ist. Und später, viele Jahre später, habe ich zufällig mit meinem Mobiltelefon ein Simultanspiel von Judith Polgar, damals stärksten weiblichen Schachspielerin in der Welt, aufgenommen in Wien gegen 24 Männer. Und diese Aufnahme war so toll, dass ich gedacht habe, ich müsste mich mit diesem Thema näher beschäftigen. Zuerst als Künstlerin. Ich habe eine Vier-Kanal-Videoinstallation mit Interviews mit meinen vier Protagonistinnen gemacht und auch ausgestellt.
Und später ist dieses Projekt gewachsen, weil ich immer mehr in das Thema reingekommen bin, immer begeisterter wurde und auch andere dafür begeistern konnte. Und so ist es, ja, letztes Jahr der Film Glory to the Queen rausgekommen. Ja, du hast auch eine ganz, ganz tolle, zusätzlich noch eine tolle Protagonistin gefunden, die Milunka Lazarevic aus Ex-Jugoslawien. Die, also du hast mir erzählt, sie hätte dir die Tore, Tür und Tore geöffnet, auch um an deine vier Darstellerinnen heranzukommen. Wie war das genau? Also es ist so, dass Milunka Lazarevic ist eine Generation älter, wie meine älteste Protagonistin Nona Gaprindaschwili, die Sie im Film gesehen haben. Und Milunka war ihre Gegnerin. Und weil Milunka mir zugesagt hat, am Film mitzumachen, weil sie es wichtig fand, dass Geschichte von georgischen Schachspielerinnen, dieses Phänomens erzählt wird, hat Nona mir dann zugesagt. Wenn Nona zugesagt hat, natürlich die anderen auch. Und sie hat mir, also wenn nicht sie, wäre dieser Film nicht zustande gekommen. Leider, sie ist 2018 verstorben und sie hat den Film nie gesehen. Ja, das ist sehr bedauerlich. Sie ist eben sehr charismatisch natürlich auch, also auch diese Statements, die sie von sich gibt. Also sie öffnet uns auch die Augen über diese Einzigartigkeit dieses Phänomens, ne? Dass da gleichzeitig über diesen langen Zeitraum vier Frauen aus Georgien eben diese Weltspitze beherrscht haben oder sozusagen für sich beansprucht haben. Sie sagte, das sei ja vergleichbar wie eben die Landung auf dem Jupiter oder auf dem Mars, also sozusagen in dieser Größenordnung. Und, ich würde noch mal steigern, leider ist das in den Film nicht reingekommen, aber Milunka hat, als ich sie zum ersten Mal getroffen habe, Milunka hat mir gesagt, weißt du was, so wie vor und nach Christus gibt Zeitrechnung, so gibt es Zeitrechnung im Schach vor und nach Nona Gaprindaschwili. Und das habe ich dann Nona erzählt und natürlich Nona hat gesagt, oh, mit Jesus Christus wurde sie verglichen. Also, okay, das war das sozusagen der zündende Moment. Nein, mehrere Dinge, aber das war schon einer der zündenden Momente, natürlich. Ja, es gibt eben noch sehr eben ein Erzählmoment oder eine Travelogue, die du hast im Film, einen roten Faden. Das sind eben diese Namensvetterinnen, die immer wieder sozusagen den Film auch rhythmisieren, strukturieren. Also du hast eben mehrere junge Mädchen, Frauen vor die Kamera geholt, die erzählen, warum sie eben Nana, Nona, Nana und Maya heißen. Das beruht auch auf einem Zufall zunächst, richtig? Es ist so, dass wir hatten mehrere Zufälle in diesem Film und in diesem Fall war der Zufall die Putzfrau Maya in der Schachschule, wo Nana Alexandria die Schachschule, die Nana Alexandria leitet. Mhm. Und sie hat diese Maya Putzfrau für mich gefunden und hat sie mir irgendwie erzählt und vermittelt. Und dann haben wir ihre Geschichte gehört und dann haben wir verstanden. Zwar hat man Maya Ciburganidze damals sehr gemocht und freute und geliebt hat, natürlich. Aber dass jedes Kind, die geboren wurde, als Maya benannt werden musste, Da war ich mir nicht bewusst und das war also eine Geschichte, die wir als erstes aufgenommen haben. Mhm. Das Schöne daran ist, dann sagt sie, so wie Schicksal spielt, bin ich doch in einer Schachschule als Putzkraft gelandet. Am Ende, und das gefällt mir, dieses Moment, wo sie das sagt. Ich habe nichts am Hut mit Schach, aber ich bin da und ich putze diese Schule. Das finde ich so wunderbar, eure Drehung. Und mit dieser Aufnahme habe ich erste
Pitch-Preis bekommen, Women in Film Prize in Serbien, in Belgrad bei Filmfest Festival. Mhm. Nur diese Szene war drinnen und wir haben das gepitcht und wir hatten ersten Preis. Und das war so ein Kick, die irgendwie dann einfach... Auch für dich, oder? Auch für dich dann... Auch für mich, weil damals ich noch keine Produzentin hatte, außer einer serbischen, auch nicht fix, aber sie war diejenige, die mich dann hingebracht hat und wir haben das gepitcht. Für mich natürlich, weil wenn mein Film plötzlich einen Preis gewinnt, als Idee schon, natürlich ist es eine große Freude und man will einfach weitermachen. Ja, dein Film hatte am 4. September, richtig, in Premiere in Tiflis. Bei Synodoc Film Festival. Synodoc Film Festival, genau. Das, also im Herbst letzten Jahres. Übrigens, das wollen wir nicht verschweigen, bevor die Netflix-Serie The Queen's Gambit herausgekommen ist. Ich glaube, darfst du zu Recht stolz darauf sein. Und das wurde ja dann auch in der Presse immer wieder verwiesen, nicht aufeinander, ja. Oder zumindest das ist aufgefallen. Ja, leider konnte der Film dann nicht in die Kinos kommen, aber jetzt hoffen wir ja alle drauf. Das heißt, ich wünsche es dir sehr. Ich wünsche dir jetzt mal zunächst viel, viel Erfolg hier in Bozen, bei unserer Jury, bei unserem Publikum und dann natürlich, dass er international gezeigt werden kann. Es sind ja schon einige Festivals. Go East, weiß ich, in Wiesbaden, wo er demnächst gezeigt wird, yeah, und so weiter. Ja, yeah, danke, danke. Ich freue mich, dass wir uns unterhalten konnten und auch Publikum das miterleben kann. Herzlichen Dank, Tatja, nach Wien. Einen schönen Gruß und bis bald, vielleicht mal in Bozen. Dankeschön, alles Gute. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen.